슬슬 계속 공. Aufhänger ist noch Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Diesmal machen wir aber keinen Schnellauftrag, also wenn man hier drauf drückt, dass ich mir hier irgendwie einen Schnellauftrag mache. Nein, ich möchte diesmal mit meinem eigenen LKW irgendwo hinfahren. Und zwar müssen wir dazu mal hier hin. So, wir fangen mal an. Wo verdient man jetzt so am besten Geld? Von Dortmund nach Köln. So. Läuft ab in 5 Minuten. Ja, als Navi zählt einstellen. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn ergibt, einzufahren. Ich mache es einfach. So. Ja, schön, dass wir mal losfahren. So. Also, wir haben hier keinen Zeitdruck. Wir fahren nämlich einfach mal dahin, würde ich sagen. So. Ich muss hier ein bisschen drehen, damit ich hier überhaupt rauskomme. So, und am besten auch mal kurz den Sitz hier einstellen, weil der ist ziemlich scheiße. Perfekt, kann ich nicht. Warum? Hallo, ich will den Sitz einstellen. Ach, dann halt nicht. Spiel. Das Spiel besagt, man kann den Sitz nicht einstellen. Okay, dann ist es halt so. Ja, lass mich doch erstmal hier abbiegen, Mensch. Schön, wenn da jetzt einer von vorne kommt und mich rammt. Eins in die nicht vorhandene Mund. So. Links. Ja, ich mach das schon hier. So, ups. Okay. Also wir fahren jetzt ungefähr 309 Kilometer dahin. Och Mann. Das Ding ist, immer wenn ein Schaden passiert, das muss ich selbst bezahlen, weswegen ich jetzt super duper aufpassen muss hier beim Fahren. Aber sollte machbar sein. So. Zack. So, jetzt schon immer an die Geschwindigkeit halten, die man hier fahren darf. Dann baut man auch keinen Unfall. So. Oh, wie schnell darf ich fahren? 60. Ja, hier kann ich schnell fahren, weil hier ist keine Kurve. Wenn eine Kurve kommt, ein bisschen langsamer. Oh, wir sind sogar in Hamburg da, wo ich hinziehen will. Nach der Ausbildung. So. Nach der Ausbildung schön hier hinziehen. Ich biege mal hier kurz nach links, damit ich hier die Kurve besser nehmen kann. So, schön im Hamburg hier. Die Stadt, wo ich hinziehen will. Ich finde die Stadt echt nice, muss ich sagen. Also die ist natürlich auch sehr groß. Aber, ja. Wenn man will, dann will man, ne? So, 50 darf ich hier fahren. So, ich brauche ja gar nicht blinken. So. Ich bin ja schon rechts. Okay, hier muss ich auch rechts abbiegen. Das machen wir doch auch. Brems. Boah. Eins muss man sagen, die Bremsen sind ziemlich gut. Also. Ja. Also dann, wenn man auch nicht schnell fährt. Ich glaube, jetzt wird grün. Ja, genau, in dem Moment wird es auch grün. So. Bitte bremsen sie nicht, denn die bremsen mich hier aus. So. Jetzt sind wir gleich wieder aus Hamburg hier raus. Ich glaube, ist das Schild schon hier gewesen, dass wir nicht mehr in Hamburg sind? Warum ruckelt's hier? Ja, das mache ich auch. Oh, ich fahre zu schnell. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe überholt. So, und jetzt schön gerade ausfahren. So, gibt es hier gleich eine Kurve anscheinend, die wir nehmen müssen. Ich fahre das hier mal natürlich wieder mit dem Lenkrad und Pedale. Weil es bockt schon. Ne? Also das Lenkrad, was ich habe, ist jetzt nicht unbedingt das Tollste, weil... Es sind nur 180 Grad, glaube ich. Ich will mir ja bald eine 360 Grad Ding holen. Weil es einfach geiles Feeling ist. Bremst. Weil es einfach ein geiles Feeling ist, so zu fahren.
So, jetzt sind wir aus Hamburg raus. Da ist das Schild und ab. Jetzt sind wir nicht mehr in Hamburg, nein. Okay, wir fahren, wo fahren wir eigentlich nochmal hin? Ich habe schon wieder vergessen. Also ich soll 13.04 Uhr dort ankommen. Ob das Ganze so funktioniert, weiß ich nicht. Und warum 13.04 Uhr? Na, ich würde mal sagen, dass ich hier mal kurz nach links abbiege. So. Okay, nur wieder rechts halten, okay. So. Okay, überholen darf man hier nicht mehr, aber hier sind trotzdem gestrichelte Linien. Achso, man darf keine LKWs überholen. Ist man eigentlich ein LKW, wenn man keinen Anhänger dran hat? Also, es ist ja kein, also ich habe ja jetzt nichts Schweres dran, also es ist eigentlich kein Lastkraftwagen mehr, wow. Also im Prinzip könnte ich jetzt als Auto gelten, oder nicht? Oder wie ist das? Also wenn man keinen Anhänger hat, muss man dann trotzdem 80 fahren? Also ich check das wirklich nicht. Vor wie? Ich hab keine Ahnung. Egal. So. Ja. Tank passt noch. So. Perfekt. Funktioniert doch alles wunderbar hier. Wir fahren 120 km/h. Weiß ich nicht, ob man es jetzt so fahren darf. Aber ja. Mach ich einfach. Verstehe auch schon wieder nicht, warum dieses Ding so viel Power hat. Achso, es ist ja meins, den ich gekauft habe. Deswegen. Hä? Ich könnte jetzt hier mal rechts reinfahren, weil eigentlich LKWs ja immer nur rechts fahren. Deswegen mache ich das jetzt hoch. Dann kann ich hier nämlich auch gut fahren. So. Hier ist die Ausfahrt. Ja, schön. Ich will aber geradeaus weiter. Als ob der schon 1147 Kilometer gefahren ist hier. Oder ich, eher gesagt. Tempomat ist 0. Ja, aber die Geschwindigkeit funktioniert auf jeden Fall. Das freut mich. So, ich fahre hier gerade ein bisschen auf dem falschen Spur, aber das macht nichts. Ah ja, guck mal, wenn ich hier drauf drücke, ihr hört das leider, dass ich hier klicke, dann sieht man auch, dass der Tempomat an ist. Okay. So. Wir haben jetzt mal die Spur ausgenommen. Ihr wisst, was ich meine. So. Autobahn fahren, das macht Spaß. Wir müssen Richtung Dortmund, also geradeaus. So. Noch 196 Kilometer, dann sind wir auch schon dort. Boah, fast einen Unfall gebaut. Das war nicht mit Absicht. Wir sind im 12. Gang. Alles klar. So. Ist schon 1197 Kilometer. Oh. Nice, 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 ne? So. Ey, wir haben die 1200 Kilometer erreicht. Gesamtdings. Also so lange ist es ja gar nicht mehr. Es ist ja schon fast 12 Uhr. Ja, okay, wir fahren auch mit einer Geschwindigkeit, die jetzt schneller ist. Deswegen wir wahrscheinlich ein bisschen schneller da sein werden. Aber mir egal. Was mir gerade die Sorge macht, ist, dass wir nur noch 102 Dollar haben und gleich wahrscheinlich im Minus sein werden. Weil wir unser Kredit ja auch zahlen müssen, gell? Aber das macht nichts. So. Die Polizei ist auch da am Stissel. Das Gute ist, ich habe die Strafen dafür ausgemacht, weil mir das ein bisschen auf den Sack geht, wenn man so lahm fährt, dass man halt jedes Mal eine Strafe kriegt und
wenn man kein Geld hat, ist es ein bisschen scheiße. Ja, deswegen habe ich es ausgemacht. Aber ist ja auch jetzt nicht ganz so schlimm, weil realistisch ist es ja trotzdem. Ne? Habe jetzt auch mit Navi Ansage gemacht, weil es einfach realistischer ist, weil Navi logischerweise auch redet eigentlich. Und deswegen habe ich es auch angemacht. Ja. Ist halt ein bisschen realistischer. Man kann ja auch Mods herunterladen. Ich habe es jetzt persönlich nicht gemacht, weil das Spiel sonst abstürzen würde. Ja. Genau. So. Okay. Warte, ich würde mal sagen, ich mache mal hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, Leute. Wir müssen ja auch rechts abbiegen, tatsächlich. Hier ist noch grün. So. Um 11.20 Uhr so ungefähr sollten wir anscheinend da sein. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Wir sind nämlich gleich dort. So, 18 Kilometer ungefähr. Und dann sind wir auch schon, ja, endlich mal angekommen. Hier on, in Dortmund, glaube ich. Weiß gar nicht mehr, ob das jetzt Dortmund war, aber ich glaube schon. Hm, egal. So. 8 Kilometer. Nichts passiert. Weil er es macht bei Auber. Okay, es ist grün geworden, ja. Ich wollte gerade sagen, weil er es macht bei Auber rot und dann in dem Moment wird es grün. Perfekt. Boah. Okay, so, wir müssen hier mal kurz rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Das freut mich doch. So. Aufträge. Jo, 9000. Oh, alles klar. Wir machen dann den Kunststoffgranulat. Dortmund nach Manchester. Also müssen tatsächlich in den Vereinigten Königreich rein. Wie wir das machen, Leute? Vorsichtig. Das seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Beziehungsweise, ich mache jetzt hier nochmal kurz den Anhänger dran. So. Wir machen hier mal kurz eine Runde. Aber... So. Und fahren hier rückwärts ran. Ja. Okay. Und wie wir das hier weitermachen, das seht ihr erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch also gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandu. Ciao, ciao.